Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Hoppla, erstmal das Bett zerschnitten. Erstmal was sagen. Es tut mir leid, dass ein paar Folgen wieder asynchron sind. Manchmal merke ich das einfach nicht. Und wenn die dann schon längst raus sind, klar und sonnig, na super. Sehr glücklich. Super, ist halt nicht dieses eine Fest. Glasierte Süßkartoffeln, das können wir schon, oder? Yep. Im Inventar haben wir genug Kram, das ist auch gut. So, was sagt denn die Post heute? Hey du, ich hatte etwas extra rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf, Robin! Ach, die gute Robin. So, braucht man nicht. Okay, was machen wir denn heute? Ich guck dann erstmal kurz auf den Plan. Nicht, dass wirklich heute dieses Fest ist, ist da nicht. Ah, hab ich doch richtig gesehen. Ist denn etwas zu ernten? Nein, das ist gut. Dann brauche ich mich darum nicht kümmern. Dann gehen wir erstmal zu den Tieren. Und natürlich zu einem anderen, was wir noch so am Tag immer machen. Da ist nichts. Die Standards müssen eingehalten werden. So, da ist nichts gewachsen. Dann holen wir uns nur den Hopfen. Ich überlege gerade wirklich, ob ich den Hopfen irgendwann mal wegmache. Den brauchen wir eigentlich echt nicht. Der ist relativ nutzlos. Ja, ich liebe dich auch, Ente. So. Flöckchen, dich hatte ich noch nicht. Ja, ich erkenne die Schafe und Ziegen. Ich bin so gut. Nein, tue ich natürlich nicht. Ey, was soll das? Ich will daran. So, fangen wir erstmal an mit Scheren. Das war's, glaube ich, schon. Dann kommt jetzt das Melken dran, was sie natürlich besonders lieben. Da ist, glaube ich, nichts drin. Ne, die haben nichts heute. Ich weiß nicht, ob das Schwein mir irgendwann mal Trüffel gibt. Ich habe mal nachgeschaut. Es konnte mir nicht so richtig beantwortet werden. Da stand nur, dass man die findet. Aber inwiefern ich die finde, kann ich euch echt nicht sagen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich kann nicht ganz normal finden, aber keine Ahnung wie. Ich habe gedacht, es ist wie mit den Entenfedern. Dass sie halt einfach so drin liegen oder wie Angora-Wolle. Liegt halt einfach alles da. Oh, ein Schattenei, super. Nein. Wir haben unser erstes Schattenei. Hab ich noch ein Entenei? Ja, super. Ich glaube, ich mache mal das Schattenei zu Mayonnaise und schau mal, was die so bringt. Vielleicht ist das ja recht viel Geld. Blumentanz, ach, siehst du, ich sag doch heute mal irgendwas. Ach ja, richtig, man wird ja glücklicherweise immer darauf hingewiesen, wenn was ist. Ah, wie hieß du nochmal? Ach ja, Chappi, ja, der Chabo-Hahn. Ganz vergessen. So, wir laden jetzt noch ein bisschen Zeug aus und dann gehen wir zum Blumentanz, zum Fröhlichen. Ich habe vergessen, wo der ist. Ach doch, der war unten, ich erinnere mich wieder. Und dann ist der Tag eigentlich auch so gut wie gelaufen. Wir hoffen noch drauf, dass noch mal ein bisschen Regen kommt, aber ich habe da relativ wenig Hoffnung irgendwie. Das hau ich noch mal was rein. Ich bin da echt schlechter Hoffnung, dass wir dann überhaupt noch was kriegen. Ich hau jetzt mal diesen ganzen Müll hier weg. Den normalen Käse behalte ich mal aus Gründen. Wolle hatte ich irgendwo. Wolle Rose kaufen. Da ist Wolle. Ziegenkäse lasse ich auch mal hier, denn den brauche ich tatsächlich für irgendwas. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, was die Dorfbewohner so mögen und was nicht. Wo ist eigentlich mein ganzes Geld hin? Ich hatte doch mal so viel. Ich weiß es nicht mehr. Egal, ich muss auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen darauf achten, dass die Sachen wirklich synchron bleiben. Hier wächst das. Die zwei Dinger hier wachsen überhaupt nicht, oder? Ich soll sie weghacken. Wir wissen natürlich, wen wir heute schon, wen wir heute um den Tanz bitten. Oh, wir sind schon beim Blumentanz. Interessant.
Ach so, ja, das ist ja alles verbunden, ja. Das ist ja ein Gebiet, was geladen wird. Ich habe ein bisschen Geld, da muss ich mal schauen, was ich kaufen kann. Ah ja, Narzisse, eine Sammlervogelscheuche. Die konnten wir das letzte Mal nicht kaufen. Ich glaube, Narzissen sollte ich vielleicht kaufen, aber die finde ich in besserer Qualität. Warte mal. Ich kaufe mir keine, die finde ich eh. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Na toll. Nein. Hi Kleto, schön dich hier zu sehen. Was ein Leben oder Kind, süßer Wein. Ein plätschernder Bach war im Luft, ich habe schon den Wein erwähnt. Ich habe meine Angel mitnehmen sollen. Ja, die Zeit für Frösche fängt so richtig langsam an, nicht wahr? Weißt du was, ich gebe zu, ich mag Blumen wirklich sehr. Ja? Abigail? Ich mag es so gar nicht, vor allem zu tanzen, es ist so peinlich. Kommt drauf an, wie gut du bist. Wenn du gut bist, dann macht's Spaß. Exzellente Soße. Diese Künstler. Diese Frühlingstänze haben einen unerhörten Fruchtbarkeitsritualen. Perfekt. Hey, du solltest über sowas Bescheid wissen als Landwirt. Willst du heute tanzen, Kletus? Wir mal sehen, ob jemand nicht mag. Dieses offene Feld, es macht mich nervös. Denke, etwas Positives kennt. Etwas Positives. All diese Blumen verströmen einen süßen Geruch. Oh nein, meine Hose war nur offen. Oh, ich wünsche, Pierre würde mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ja, wünsche ich auch. Der denkt nur an seinen Laden. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesen Blumenarrangements. Gefallen sie dir? Gefall ich dir? Ja. Blumen, ich kann sie kaum sehen. Es ist so viel zu hell hier draußen. Ich will vor meinem Fernseher. Noch nicht. Ich genieße nur die Aussicht. ach so, der ist auch Single, ja. Haley? Ich übe gerade meinen Tanz, es muss perfekt sein. Ja, aber dann irgendwann mache ich halt doch mal einen Fehler und dann schauen mich alle an. Ich war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin und bin nicht bereit, den Thron abzutreten. Ich habe zwar letztes Jahr gewonnen, aber das zähle ich immer nicht mit, damit ich immer rummotzen kann, weil ich eine doofe Kuh bin. Mann, ich sieht halt bezaubernd aus. Ah, ich liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Geht das zum Bürgermeister? Oh, hallo du, es ist nett, dass du mit mir sprichst. Der Frühling ist schon fast vorbei, zu schade. Dann fange ich bald wieder an zu schwitzen unterm Zelt. Ich versuche gerade Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Ich bin nervös. Nein. Die würde eh nein sagen. Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Das ist nicht fair. Warum kann ich nicht die Blumenkönigin sein? Ja. Du kannst alles werden. Wenn du willst, in Sumania kann jeder alles werden. Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier ist etwas aufgesetzt. Die älteren Leute gefällt es allerdings. Ich frage mich, ob er mit mir tanzen würde. Ich frage mich, ob sie mit mir tanzen. Puh, ich bin voll, hey. Hast du das rote Gelee schon probiert? Komm, tanzen wir. Du willst mit mir tanzen? Okay, sehr gerne. Such dir doch eine andere. Tja, wer nicht fragt, hat Pech. Kann ich eigentlich mehrere zum Tanzen aufbitten? Nein. Ja, lass uns anfangen. Tanzen wir den Wiener Walzer. Nicht mein Lieblingstanz, aber ich kann ihn. Ah ja, wir sind perfekt angezogen dafür. Yay! Das war's.
Es hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Ja, es macht auch Spaß, wenn jemand mit einem tanzt und beim Tanzen kann. Oh, guck mal, unsere Kristallfrüchte sind fertig da oben. Dann werde ich mal gleich mal... Ich weiß gar nicht, wo ich die hingepackt habe. Nicht Kristallfrüchte. Sternfrüchte. Die guten Stardrops. Nee, sind ja keine Stardrops, sind Sternfrüchte. Neun Stück. Neunmal Sternfruchtwein. Ich sollte ihn eigentlich verkaufen, weil wir brauchen aktuell noch das Geld. Ich werde das später alles einsammeln. Wo habe ich denn den Stein her? Achso, ja. Ich erinnere mich. Eichenharz. Ja, das Zeug brauchen wir später. Oh, ich habe ja noch davon was. So, Goldbahn kann da wieder rein. Die Vogelscheuche kann von mir jetzt irgendwo hier, die kann nicht hier rein. Oh, den habe ich ja auch noch. Und Heu habe ich auch noch übrig. Warum habe ich das da drin? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Dann kann die halt hier rein, solange. Ich darf nicht vergessen, die seltene Saat... Nee, habe ich die seltene Saat nicht schon angepflanzt? Ach, ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich denn heute noch irgendwas groß machen? Ich kann mal kurz ans Stadtzentrum gehen und schauen, was da noch so abgeht. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Ein Säckchen Gold oder so. Was, du bist noch hier? Sonst haut's um 5 ab, jetzt ist er noch hier. Verstehe, wer will. Ich nicht. Will eigentlich nur mal kurz schauen. Ach ja, ist ja alles mit perfekter Iridium. Stufe, die man sonst irgendwie nie findet. Gibt's denn ein Gesuch? Natürlich gibt's ein Gesuch. Ich brauche einen Diamant für mein Experiment. Rasmodeus. Und das macht den Zauberer glücklich und bringt 2000 Münzen, die nehme ich gerne ein. So, Pierre ist der Nächste und dann hat Emily Geburtstag. Yay! Juhu, mit der Grünalge... Oh, natürlich, heute ist Fest. Mit der Grünalge, habe ich gelesen, kann man auch was machen, aber ich glaube, ich habe das Rezept nicht. Ich glaube, die Grünalgen soll ich mir dann auch mal in den Kühlschrank packen. Da gibt's auch irgendwie so eine Brühe. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche das war. Ist auch ganz faszinierend, was die Leute so alles lieben. Problem ist bloß, einige von den Sachen habe ich gar nicht. Aktuell. Werde ich aber noch irgendwann haben. Acht Stück, damit kann ich was anfangen. So. Die habe ich sonst immer so gegessen, aber ich sollte sie vielleicht wirklich behalten. Ah, es ist so einsam hier in dieser Wohnung. In meiner aktuellen, also hier im echten Leben auch tatsächlich. So, haben wir eigentlich ziemlich viel Zeug drin. Ja, das ist schon okay. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Wo ist Queenie eigentlich? Also, wo meine ist, weiß ich, liegt hinter mir unter einer Decke. Katsching. 28.000, das ist so abartig. Ich brauche das Geld ja eh, ich will ja dafür neue Sternfrüchte kaufen.